Habbo ist ein Controller mit einem sehr einzigartigen Spielstil. Er ist nämlich eine Mischung aus einem Controller und einem Initiator, weshalb er oftmals auch noch mit einem zweiten Controller zusammengespielt wird. Vor allem im Pro-Play sieht man ihn dabei immer öfters. Im heutigen Agenten-Guide gehen wir daher wieder auf seine Fähigkeiten, Playstyle und ein paar Tipps und Tricks ein, damit ihr mit Habbo richtig durchstarten könnt. Starten wir also wohl mit seiner markantesten Fähigkeit, der Cove, seiner Wasserkuppe, die als Smoke fungiert und zusätzlich auch noch kugelsicher ist, zumindest für eine gewisse Zeit. Die Smoke hält dabei 15 Sekunden oder geht kaputt, nachdem sie 500 Schaden wegstecken musste. Das sind ganze 13 Vandal-Schüsse. Hören könnt ihr das Ganze an einem Geräusch, was sich anhört, als würde Glas zersplittern. In dem Moment ist der Schutz von der Kugel weg und die Smoke fadet eine Sekunde später. Natürlich ist die Cove auch perfekt für den Spike, Plant oder Defuse geeignet. Ihr werft die Cove vor euch, geht rein und plantet oder defuset eben. Allerdings solltet ihr darauf achten, dass die Gegner nicht einfach in eure Bubble reinlaufen können. Denn wenn sie reinkommen, während ihr plantet, stehen für euch die Chancen ziemlich schlecht, dass ihr das Ganze überlebt. Während zeitgleich euch keiner von euren Teammates refragen kann, da sie ja durch die Bubble nicht durchschießen können. Behaltet das also am besten im Hinterkopf oder bittet ein Team mit euch beim Planten zu halten. Die Cascade ist eine hohe Welle, die sich von euch aus bis zu 35 Meter nach vorne bewegt und wahlweise reaktiviert werden kann, um sie früher anzuhalten. Sobald sie stehen bleibt, hält die Wand jedoch nur noch für 7 Sekunden an, bis sie dann zusammenfällt. Sie ist dabei perfekt dafür geeignet, um eben lange Wege zu pushen, wie beispielsweise B lang auf Pearl oder B Main auf Icebox. Auch Operator-Spieler können mit der Wall optimal gecountert werden, da ihnen die langen Sidelines genommen werden und diese auch immer noch kleiner werden, weil sich die Wand ja eben auf sie zubewegt. Zusätzlich werden Spieler, die durch die Wave laufen, dabei auch noch um 30% geslowt, was es für euch einfacher macht, die Gegner zu treffen, wenn sie aus der Wall raus swingen sollten. Seine High Tide ist dabei seine primäre Fähigkeit zu smoken und dabei kann er extremst lange Wände erzeugen, die er wahlweise sogar biegen kann. Dafür müsst ihr nur die entsprechende Himmelsrichtung schauen und die Taste gedrückt halten. Lasst ihr los, geht sie einfach weiterhin geradeaus und wird dann errichtet. Versucht dabei vor allem mit der Minimap zu arbeiten, um präzise abzusmoken. Für diejenigen unter euch, die wirklich zum Harbor Main werden wollten, hilft es dabei vielleicht sogar, die Minimap etwas größer zu machen. Und noch ein Tipp, wenn ihr, während ihr die Wand formt, vorher Rechtsklick drückt, wird die Wand früher hochgezogen, was manchmal sehr praktisch sein kann, wenn man Zeit sparen will oder man einfach unter enormem Zeitdruck ist. Die High Tide verwendet ihr dabei vor allem im Attack, wenn ihr auf eine Side pushen wollt oder im Retake in der Verteidigung. Vorher ist es immer relativ schwierig in der Verteidigung die Wall sinnvoll einzusetzen, weil ihr euch relativ schnell selbst absmoked. Das Ganze benötigt etwas Übung, aber dann geht das auch. Das Wichtige ist dabei vor allem als Harbor auf seine Position zu achten. Bedeutet, ihr habt nicht die Möglichkeit wie ein Omen oder Astra eure Smokes von überall aus zu platzieren, weshalb ihr eigentlich immer relativ mittig spielen wollt und euch eben so positionieren könnt, dass ihr gescheit absmoken könnt. Behaltet das also als Harbor immer im Hinterkopf, wenn ihr über eure Position nachdenkt während der Runde. Und seine Ultimate Reckoning erzeugt vor ihm einen riesigen kreisförmigen Bereich, der sich nach vorne bewegt, in dem unter den Gegnern Geysire gechannelt werden, die nach kurzer Verzögerung die Gegner in diesem Bereich stunnen. Die Ult hält dabei 9 Sekunden an und stunnt insgesamt 3 Mal. Tipp: Die Geschwindigkeit der Harbor-Ult ist tatsächlich davon abhängig, wie schnell und in welche Richtung ihr gerade lauft. Sie geht zwar dabei immer nach vorne, aber möchtet ihr die Harbor-Ult so stationär wie möglich haben, also super langsam, lauft ihr beim Casten einfach rückwärts. Ansonsten gilt, je höher euer Vorwärtsmomentum ist, desto schneller ist auch die Harbor-Ult. Die Ultimate eignet sich dabei natürlich hervorragend, um auf Side zu pushen, sei es im Attack oder auch in der Defense. Vor allem solltet ihr dabei auch immer auf die Geysire achten, denn damit bekommt ihr auch die Info, wo die Gegner stehen, wenn sie sich beispielsweise hinter einer Wand verstecken. Harbors Playstyle ist dabei sehr supportive. Ihr seid in der Regel derjenige, der den Spike plantet. Es sei denn, ihr habt noch einen Gecko im Team, was sich mehr als anbietet, wie im Agenten-Kombi-Video vor ein paar Monaten erklärt. Dann kann nämlich Wingman den Spike planten, während ihr zu fünft ihn mit der Cove noch zusätzlich beschützen könnt. Falls ihr jedoch selber plantet, versucht die Cove so zu platzieren, dass sie nicht gerade auf Default liegt. Im Optimalfall habt ihr dabei eure High Tide oder Cascade so platziert, dass die Gegner die Cove nicht sehen, denn so schießen die Gegner,
die meisten Kugeln daneben und die Cove geht nicht so schnell kaputt. Der X hatte das Ganze in den VCTs sehr gut gemacht gehabt, wenn sie auf Icebox B geplantet haben. Sie haben nämlich einfach etwas weiter außen geplantet, wodurch die ganzen Schüsse der Gegner vergebens auf Default geflogen sind. Dort war aber gar nicht die Cove. Und da sie durch die Viperwall eben keine Line of Sight hatten, wussten sie eben nicht, wo genau die Cove liegt. Besonders stark ist die Cove dabei natürlich vor allem in der Pistol Round, da dort der Schaden von den Waffen am minimalsten ist und eure Bubble damit umso stärker. Daher solltet ihr in der Pistol Round immer eure Cove mit dabei haben. Generell könnt ihr mit der Bubble dabei auch sehr geile Plays machen, da sie etwas anders wie eine herkömmliche Smoke funktioniert. Dadurch, dass sie nämlich kugelfest ist, könnt ihr selber aus ihr herausswingen, einen Kill machen und wieder reinswingen, ohne gerefrackt zu werden, da sie eben kugelsicher ist. Einen sehr coolen Trick, den ich euch auch schon mal auf TikTok gezeigt hatte, ist die Kugel mit dem Rechtsklick vor euch zu werfen und dann zu peeken. Und durch den leichten Delay der Bubble seid ihr nach eurem Schuss, nach eurem Peak dann direkt geschützt. Und das ist ziemlich nervig, da die Gegner euch wirklich nicht refraggen könnt. Und wenn ihr den Kill nicht setzt, habt ihr auch immer noch den Schutz von eurer Bubble. In erster Linie ist es eure Aufgabe als Harbor natürlich Raum einzunehmen. Am allerbesten habt ihr dafür auch Premates, damit ihr eben mit ihnen gemeinsam pushen könnt. Oder wenn ihr eure Bubble benutzt, eben dort gemeinsam mit der Bubble zu spielen. In der Solo-Queue ist das Ganze zwar auch möglich, aber eben deutlich schwieriger. Welcher Agent neben Gecko oder im Duelisten mit Harbor im Übrigen auch noch sehr gut harmoniert, ist Sky, da ihr Vogel nur etwas schneller fliegt wie die Harbor Wall und mit damit sehr effizient Raum einnehmen kann, da der Gegner den Vogel wortwörtlich nicht kommen sieht. Am Ende braucht man für Harbor tatsächlich einiges an Übung, vor allem bis man die High Tide richtig platzieren kann. Das Ganze braucht einfach seine Zeit. Aber dafür gibt es jetzt für euch noch zum Ende des Guides einen richtig geilen Trick für euch. Ihr wisst ja bereits, dass ihr die Minimap verwenden könnt, um eure High Tide etwas besser zu platzieren. Die Geschwindigkeit der High Tide von dieser Kugel, die ihr verschießt, ist jedoch davon abhängig, wie weit ihr nach oben schaut. Wenn ihr also enge Kurven und präzise Walls setzen wollt, dann schaut gerne mal kurz nach oben, um die Geschwindigkeit der Kugel zu reduzieren und an dieser Stelle die Wand genauestens platzieren zu können. Und bedenkt vor allem beim Platzieren auf Maps wie Ascent oder Haven, dass die Wand immer dort kreiert wird, wo auch die Kugel ist. Heißt, wenn ihr Heaven absmoken wollt, müsst ihr mit der Kugel auch über Heaven vorbeifliegen, sonst ist die Smoke bzw. die Wand eben unter Heaven und das könnte sehr schnell sehr problematisch für euch werden. Ansonsten soll es das erstmal für Harbor gewesen sein. Wenn ihr weitere Guides rund um Valorant nicht verpassen wollt, dann abonniert gerne den Kanal oder schaut einfach mal auf Twitch vorbei. Der Link ist in der Videobeschreibung. Haut rein!